Oh, hier bin ich mal wieder. Molle, was ist los? Also, wir hatten heute einen stressigen Tag. Ach, was heißt einen stressigen Tag? Also, eigentlich einen tollen Tag. Ich habe mein Kind heute ein Fahrrad gekauft, ein größeres, ein 24er, weil 26 wird zu groß. Ein gebrauchtes natürlich, weil sie muss erstmal richtig fahren lernen, weil sie hat totale Schwierigkeiten, jetzt den Lenker zu halten, dieses Gleichgewicht zu halten, weil sie immer Angst hat, sie fährt im Busch. Sie fährt ja nicht im Busch, aber dieses mit dem Lenken, weil beim kleinen Fahrrad war es natürlich so, da konnte sie mit den Füßen unten raus, ne? Aber beim Großen ist es natürlich anders. Da kriegt man natürlich Angst. Und jetzt müssen wir erstmal wieder üben, aber das tue ich gerne. Dann habe ich ihr noch einen Helm gekauft, einen tollen Helm. Der kam 47 Euro. Also insgesamt haben wir für das Fahrrad bezahlt, mit Helm 147 Euro. Weil wir ihr Fahrrad auch noch weggegeben haben, da haben wir nochmal 20 Euro dafür bekommen und dann wurde das halt verrechnet. Und ich denke, das ist ein guter Preis. Und ja, und da haben wir eben geübt zu fahren. Aber ihr glaubt ja gar nicht, wie die Leute immer grinsen und so nach dem Motto, bist du blöd zum Fahren? Ich kenne ja die Beutenhegner, wie die sind, überhaupt wie die Menschen sind. Die sind ja so eine Ekelpakete, die zeigen ja kein Verständnis, wenn ein Kind Angst hat oder so. Und ja, dann waren die auch wieder streitsüchtig in dem Fahrradladen. Das war bei Weihbike gewesen. Streitsüchtig. Da kam so eine Oma rein. Ja, der junge Mann ist da reingegangen und wir kriegen immer Anzeigen und die nicht. Und oh, dann kommt eine Oma rein, stellt sich genau neben mir. Es wird keine Regel eingehalten. Ich verstehe es nicht. Mal ganz ehrlich, in Berlin nimmt die Polizei alle hoch. Warum hier nicht? Warum hier nicht? Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich nicht. Muss Boltenhagen sich nicht dran halten? Sind die was Besseres oder was? Ist das J für Laute oder wie? Ich glaube nicht. Also sowas von streitsüchtig, sogar im Laden. Also da fällt mir wirklich nichts mehr zu ein. Wirklich. Streitsüchtig ohne Ende. Ja, es ist echt beschämend. Es ist wirklich traurig, kann ich nur sagen. Richtig traurig. So, bei uns gibt es heute wieder Süßkartoffelpommes und Dino-Nuggets. Ja, meine kleine Maus, die hat sich auch einen Helm ausgesucht mit Dino drauf. Einen schönen. Ja, aber wie gesagt, die Leute werden immer alle streitsüchtig. Und wenn man die was fragt, dann tun sie so, als wenn sie einem helfen wollen. Und wenn sie dann sagt, nee, ach, ich habe doch was anderes gefunden und es ist günstiger oder so, dann wird gleich rumgemeckert und rumgezappt. Und ach, ich begreife das nicht, wie man so streitsüchtig sein kann. So streitsüchtig. Ja. Sowas von streitsüchtig. So, den hat Pippi sich ausgesucht. Mit dem Dino. Die wollte erst hat sie gesagt, mit dem Schmetterling, aber du weißt nicht. Den kann man auch hier hinten. Kann man auch nochmal raufdrücken. Guckt mal, da leuchtet da. Na, ist ein toller Helm. Ja, ich denke, der ist super. Ja, und er leuchtet da nochmal anders. Aber ich glaube, blinken tut der, glaube ich, auch, wa? Ja, blinken tut er auch. Seht ihr? Cool. Ich hatte auch mal so einen Helm, den haben sie mir geklaut. Den hatte ich nicht lange gehabt. Ja, so, das habe ich jetzt auch unten angeschlossen, das Fahrrad. Es wird wieder Theater geben hier im Haus mit den Madams, weil ihr Fahrradständer wieder besetzt ist. Das interessiert mich aber nicht. Wenn nicht, schalte ich meinen Rechtsanwalt ein, weil ich lasse mir das hier nicht mehr gefallen mit den streitsüchtigen Frauen. Und da habe ich jetzt auch eine Plane rüber gemacht, falls es regnet, weil ich schleppe nicht jedes Mal dieses Fahrrad runter, dieses schwere Fahrrad. Wegen meiner Bandscheibe. Dann liege ich irgendwann im Krankenhaus. Und das wollen sie ja hier wo alle. Das scheint ja wohl irgendwie so zu sein. Weil die Wohnungsgesellschaft schafft ja auch nicht, dass man irgendwie die Treppe runterfahren kann mit dem Fahrrad oder so. Das geht nicht. Nein, die bauen hier gar nichts. Unfreundlich, kinderunfreundlich. Nee, nee, da fällt mir nichts zu ein. Aber die J.W. Laute aus Boltenhagen, die sind was Besseres. Die hättet ihr heute mal erleben sollen. Also wirklich, dass ich nicht mehr spucken tue, das wundert mich sowieso bei diesem Kotzvolk. Da kann man eigentlich nur noch spucken. Wirklich. Die sind sowas von streitsüchtig geworden, auch in die Läden. Außer in Erstlingsfamilie. Die kennen wir. Das sind ganz liebe, das sind ganz liebe Verkäuferinnen. Soll ich euch was sagen? Die hatten Mundschutz getragen. Wir auch. Aber kein anderer von den Verkäuferinnen hier. Das markant ist. Kick ist. Teddy ist. Da trägt keiner Mundschutz. Können sie nicht. Geht nicht. Wir haben ja unsere Scheibe. Was soll ich dazu sagen? Im Bus habe ich auch keinen gesehen. Der Busfahrer hat auch keinen Mundschutz getragen. Also hier trägt überhaupt gar keiner Mundschutz. Liebe Polizei.
Ich weiß nicht, wollt ihr uns veräppeln oder was? Mal ganz ehrlich. Das habe ich gestern schon gesehen, wie das auf den Spielplätzen war. Und wenn man hier was sagt, ja, dann mag einen keiner, ne? Dann ist man unbequem. Der hält sich doch gar keiner an die Regeln. Nicht mal in ihre Abba-Dings da, in diese, was weiß ich hier, die ihre Ferienvermietung da machen. Selbst die haben keinen Mundschutz, das interessiert die gar nicht. Außer die von Erstlingsfamilie. Und die hat wirklich Angst. Und die hat gesagt, die findet das gut, wie wir das machen. Und die hatte auch Angst, dass hier irgendwas passiert. Und die haben auch eine Scheibe davor und so. Das sind die einzigsten Vernünftigen, die Erstlingsfamilie. Ansonsten, ferner liefen. Die teuren Schuhläden, da trägt auch keiner einen Mundschutz. Nur ihre Schuhe verkaufen. So läuft das hier. Dann kriegst du auch kein Spielzeug hier. Es wird wohl dieses Jahr so sein, dass ich mein Kind Geld gebe, weil ich hier kein Spielzeug ranbekomme. Also es ist echt traurig, ist das. Es ist sowas von beschämend. Sowas von traurig. Und wenn man einen fragt hier, könntest du das mal? Weil ich mag nicht gerne über Internet bestellen, weil meine Adresse schon viel missbraucht wurde, mein Name missbraucht wurde und ich schon eine Anzeige gemacht habe gegen die Leute, gegen Identitätsklau. Deswegen gebe ich nicht gerne meine Adressen immer weg. Weil genug Bockmist getrieben wird. Es ist beschämend, kann ich nur sagen, dass man nicht mal für die Kinder Spielzeug bekommt. Das ist traurig. Echt traurig, Boltenhagen. Ihr müsstet euch was schämen. Nicht mal für die Kinder irgendwas. Wirklich. Bei Stolz nicht. Bei Skipper nicht. Alles nur ihre Bestände, die sie haben. Und das war's dann aber auch. Was Neues wurde nicht geliefert. Ach, ist das alles beschämt und traurig. So muss es alles nur noch online gehen. Ist das alles traurig. Beschämend und traurig. Wo soll das noch hinführen, Deutschland? Echt. Für die Kinder tust du nichts. Nein. Nein.